So, für Guinness ist heute der große Tag gekommen. Ich möchte euch zeigen, was zu beachten ist, wenn man das allererste Mal auf ein Pferd aufsteigt. Ihr seht, dass Guinness jetzt seinen eigenen Sattel hat. Er soll ja ein Dressurpony werden, deshalb haben wir jetzt einen Dressursattel auf ihn anpassen lassen und jetzt steht dem Reiten nichts mehr im Wege. Ich arbeite beim Aufsteigen sehr gerne mit einer Aufstieghilfe. Nicht nur bei jungen Pferden, sondern auch bei Erwachsenen. Denn es ist einfach so, wenn ihr vom Boden aus aufsteigt, noch dazu immer von einer Seite, dann ist das für das Pferd relativ schädlich, weil ihr immer an den Dornfortsätzen zieht, die von der Wirbelsäule aus senkrecht nach oben stehen. Und ihr zieht die immer zu euch hin und das Pferd muss mit der Muskulatur gegenspannen. Und wer das wirklich jahrelang praktiziert, immer von einer Seite, der tut seinem Pferd überhaupt nichts Gutes. Also auch wenn das Pferd nicht so groß ist und wenn ihr nicht so klein seid, solltet ihr trotzdem immer mit einer Aufstieghilfe aufsteigen, wenn es irgendwie geht. Außerdem übe ich das Aufsteigen natürlich von beiden Seiten, nicht nur von einer. Und das behalte ich auch bei. Das heißt, ich steige sowohl von links als auch von rechts auf das Pferd, wieder um den Rücken gleichmäßig zu belasten. Um das Pferd auf das Aufsteigen vorzubereiten, sind eine Reihe von vorbereitenden Übungen notwendig. Erstmal muss ich das Pferd daran gewöhnen, dass ich neben ihm erhöht auf der Aufstieghilfe stehe. Viele Pferde finden das erstmal unheimlich und laufen nach vorne weg. Das heißt, daran muss ich sie erstmal gewöhnen, das ist der erste Schritt. Dann lehne ich mich über den Sattel und ihr seht, dass ich die Zügel dabei lang lasse. Ich nehme das Pferd nicht links zu mir rum, weil ich genau sehen möchte, ob das Pferd bereit dafür ist oder ob es versucht, sich zu entziehen. Ich möchte das nicht gegen den Willen des Pferdes machen. Deshalb lasse ich auch beim Aufsteigen die Zügel lang. Das Pferd soll mir sagen, ob es dafür bereit ist. Ich möchte das Pferd nicht zwingen, bei mir zu bleiben, obwohl es das eigentlich noch nicht möchte und noch nicht den Mut dazu hat, mich auf seinem Rücken zu tragen. Ja, du bist ein armer Mann. Gut. Ja, guck bitte. Ja, das bin ich. Ja, guten Tag. Wichtig ist, dass das Pferd sich daran gewöhnt, dass ich zwar von links komme, aber dann auch plötzlich auf der rechten Seite bin. Das hört sich jetzt für euch vielleicht komisch an, aber dadurch, dass Pferde ein großes monokulares Sehfeld haben, ist es so, dass sie vielleicht sonst erschrocken sind, wenn ihr plötzlich auch auf der rechten Seite seid. Auch auf der rechten Seite lehne ich mich über das Pferd, berühre es jetzt auf der anderen Seite mit meiner Hand, lasse es auch schauen, wenn es schauen möchte. Es soll ja genau mitkriegen, was ich hier mache. Es soll mir nur nicht den Fuß abbeißen. Denn das Pferd soll Vertrauen da reinbekommen, dass ich sozusagen hinter und über ihm bin, so dass es keine Angst hat, wenn ich an dieser Stelle seines Körpers bin. So. So, wenn ich das ein paar Mal gemacht habe und das Pferd bleibt dabei lieb stehen, dann fange ich an, Gewicht in den Bügel zu geben. Erstmal nur ein bisschen. Auch hier möchte ich, dass das Pferd wirklich still stehen bleibt und das zulässt. Und nicht nur stehen bleibt, weil ich es mit Gewalt festhalte. Gut gemacht. Gut gemacht. Auch das mache ich von beiden Seiten. Auch hier gebe ich Gewicht in den Bügel. Schaue, wie das Pferd darauf reagiert. Ja, guck dir bitte alles an. Das Pferd darf immer schauen, was ich da mache. Das ist ganz wichtig.
Kannst du den Kopf wieder gerade nehmen? Ja, sonst fällst du um. Dankeschön. So, ihr seht, jetzt hat mein linker Fuß den Hocker verlassen. Prima. Und ich hatte mein ganzes Gewicht im Bügel des Pferdes. Wenn das Pferd dabei stehen bleibt, ist es bereit für den nächsten Schritt. So, als nächstes solltet ihr üben, das Bein über den Pferderücken zu schwingen. Ich mache das jetzt bei ihm erstmal, ohne dass ich im Bügel bin. Und berühre ihn so ein bisschen mit dem Bein, damit er sich da nicht erschreckt. Wenn das Pferd auch bei dieser Übung lieb stehen bleibt, dann übe ich, Gewicht in den Bügel zu geben und mein Bein zu schwingen. Prima. Bleibt das Pferd auch dabei lieb stehen, ist es doch bereit für den nächsten Schritt, nämlich für das richtige erste Aufsteigen. Und wie schon gesagt, es gibt viele Trainer, die Pferde beim Aufsteigen mit dem Zügel zu sich herannehmen und den Hals stark biegen. Ich mache das nicht, weil ich das Pferd nicht in eine Zwangshaltung bringen möchte und ich möchte, dass das Pferd damit einverstanden ist, was ich tue. Und ja, es kann sein, dass ich in einem Dreck lande, dann habe ich das Pferd vielleicht zu schlecht vorbereitet. Aber wenn ich all diese Übungen gewissenhaft gemacht habe und auf die Reaktion des Pferdes geachtet habe, sollte eigentlich beim ersten Mal aufsteigen nichts passieren. Ich komme erst wieder mit dem Bein, lehne mich nochmal drüber, gucke, ob mein Pferd das gelassen hinnimmt. Dann gebe ich Gewicht in den Bügel, gehe so weit wie möglich mit meinem Gewicht nach rechts und setze mich vorsichtig in den Sattel. So, natürlich habe ich hier noch keine Servolenkung, die Bremse funktioniert auch noch nicht so gut. Aber es scheint ihm nichts auszumachen, dass ich hier auf seinem Rücken rumsitze. So, und das erste Mal reiten sind wirklich nur ein paar Minuten. Wenn das Pferd das brav mitmacht, bitte sofort Schluss machen. Hase, Achtung, ich nehme die Füße aus dem Bügel, nicht erschrecken. Gut gemacht. Super, Hase. Ja, danke schön.